So, hier habe ich jetzt eine von den etwas größeren Erweiterungen für Zombies. Das ist die Zombie, die vierte Erweiterung, Höllenhunde. Normalerweise hat man ja meistens nur so kleine mit ein paar Kärtchen drinne und ein paar Feldern zum Legen. Aber bei dem hier zum Beispiel, das ist die Anleitung für Höllenhunde extra, hat man natürlich standardgemäß seine ganzen Karten. Wichtig. Wurde dann erweitert mit diesen wundervollen Figürchen, die man dann auch benutzen kann zum Spiel. In Pink, in Gelb, in Olivgrün, in Grün, in Babyblau und in Braun. Dann noch ein paar zusätzliche Würfel. Ob man die jetzt gebraucht hat, weiß ich nicht so genau. Dann hat man hier diese ganzen, sowas wie die hier. Das sind diese Gehirnmarker oder die Herzmarker sind das, glaube ich. Dann hat man hier die Munitionsmarker. Und was ganz wichtig ist, sind diese wunderschönen Höllenhunde. Kann man sie erkennen? Wie wunderschön sie sind. Naja, kann man nicht erkennen, aber ist nicht so schlimm. Es sind Höllenhunde. Und deswegen heißt natürlich die Erweiterung auch Höllenhunde, weil dann anstatt Zombies überall diese komischen Höllenhunde auftauchen, die wirklich ganz schön extrem zu bekämpfen sind. Ich werde euch natürlich das Game verlinken. Ist klar. Was steht hier hinten drauf? Okay, was steht hier hinten drauf? Nun gut, du hast es geschafft. Du bist aus der Stadt entkommen, hast Super-Zombies in der Militärbasis bekämpft und das Einkaufszentrum nach seiner Quelle der Zombie-Plage, nach der Quelle der Zombie-Plage durchsucht. All deine harte Arbeit hat sich ausgezahlt und jetzt stehst du hier im einsamen, dunklen Wald. Ist das nicht. Ist da nicht ein Heulen in der Ferne? Keine Sorge, es ist vermutlich nichts. Wer hat da schon jemals. Wer hat schon jemals von einem Zombiehund gehört? Das Ziel von Zombies 4, Höllenhunde, ist es, als erster Spieler erfolgreich den Zauber zu brechen, der die Toten erwachen lässt. Dazu musst du so viele Seiten wie möglich aus dem Buch der Toten finden, dann zur Blockhütte eilen und dort vor den anderen Spielern den Gegenzauber wirken. Aber Vorsicht. Aber Vorsicht vor den toten Hunden. Diese eigenständig spielbare Erweiterung enthält einen variablen Spielplan und ein immer hungriges Rudel untoter Hunde. Okay. 30 Kartenteile. Oh, 50 Ereigniskarten. Oh, das ist ein eigenständig. Ach, deswegen ist es so dick. Verdammt, jetzt habe ich euch Blödsinn erzählt. Das ist eine eigenständig spielbare Erweiterung. Eigenständig und als Erweiterung spielbar. Ja gut, jetzt habe ich euch Blödsinn erzählt, aber ihr habt das Ding wenigstens mal gesehen. Dann habe ich die Kartenteile wohl untergemixt unter das andere. Ich wünsche euch noch, das ist verkehrt rum, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis denne dann. Ciao.